Hallo Welt, da sind wir wieder. Wir sind in Sutton. Gucken mal, ob wir etwas loswerden von unseren legendären Sachen. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, in Sutton gibt es gar keinen Automaten dafür, um die legendären Sachen abzugeben. Oh. Hier geht es lang. Ah, vielleicht doch. Okay, wir haben keinen Schrott zum Verwerten. Das große Sheep-Squatchhorn haben wir wohl verwertet irgendwann. Nein, hier ist es noch. Also ist unser Plan... Holen Sie sich hier Ihre Plünderausrüstung oder auch nicht... Dass wir zum Camp gehen? Wen kümmert das schon? Und dass wir im Camp das Ding dann ausstellen. Brauchen Sie Munition, Camps oder spitze Dinger, mit denen Sie Leute erstechen können? Hier werden Sie vielleicht fündig. Der Verkäufer haftet nicht für Ihre Sicherheit oder die Sicherheit der erworbenen Waren. Ja, und dann fällt mir ein, wir haben auch noch eine Aufgabe offen. Genau, den Bleichampagner können wir dann nochmal zu Alkohol bringen. Bitte. Da machen wir das, glaube ich, zuerst, weil wir da jetzt gerade in der Nähe sind. Finger werden durch Verlust besagter Finger bestraft. Nun gut. Also geht's erstmal nach Morgantown. Yeah.
nebenbei. Nebenbei suchen wir natürlich weiter nach den Weihnachtsverbrannten, Weihnachtsmann-Verbrannten oder Weihnachtsfrau-Verbrannten, aber meistens sind es Weihnachtsmänner. Ich glaube sogar, es gibt nur Weihnachtsmänner in diesem Jahr. Und keine Weihnachtsfrauen. Ach, sind hier wieder welche? Nein, das waren Pflanzen. Oder doch? Ja, dann gucken wir uns natürlich hier auch noch mal um. Vielleicht finden wir ja hier schon wieder einen Weihnachtsmann. Da ist er ja. Na, wenn, dann müssen wir auch richtig gucken jetzt. Zwei nur? Doch drei. Oh, sonst sind doch immer zwei da. Zwei Weihnachtsfrauen, Männer.
Keiner da? Und weiter. In Richtung Morgentown. Also, hier scheint uns jemand zuvorgekommen zu sein, oder? Ja, da ist scheinbar sogar noch jemand. Da sind ja nur noch Matschhaufen. Alle tot. Keine Chance. Auf einen Weihnachtsmann. Oh, hoppla. Morgentown, voller Ghule hier alles. Das vergulte Morgentown. Hi. Gibt es Drinks? War er am Schlafen? Meine Aufnahmekammer steht immer offen.
Wir haben fertig. Schon fertig. Sie sind der Hammer. Das sollte bei dem nochmal passieren. Ich glaube, der ist nicht so... Oh, Mann. Oh, oh, das ist gut. Oh, gutes Zeug. Diese Tests laufen wie geschmiert, seit Sie aufgetaucht sind. Kommen Sie wieder vorbei, ja? Und bekommen wir einen Bauplan, ein Rezept oder so etwas? Noch mehr Gesellschaft? Ist heute etwa mein Geburtstag? Ballistik Bock. Oh, na gut. Das wird ein schöner Tag. Die Böden sind grün, die Wände sind blau, der Himmel strahlt wie die Sonne. Ja, ich glaube, das war's dann auch hier mit Big L. Mehr können wir wohl nicht rausholen aus ihm. Und da geht's weiter, weiter, weiter Richtung Camp, 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 Camp. Na, vielleicht gehen wir nochmal an der Schule vorbei. Ja, wie es aussieht, gehen wir nochmal an der Schule vorbei. Brahmin, hier? Oh, Gold? Und Gold nehmen wir mit. Also rein müssen wir ja nicht unbedingt in die Schule. Wir waren schon in der Schule. Die Schule ist vorbei. Die Schule ist aus. Ja.
Ach so, laufen wir hier wohl richtig? Ach, wir werden schon ankommen. In der nächsten Folge wahrscheinlich sogar schon. Diese Folge aber ist vorbei. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.